Kennst du das? Morgens einfach keine Motivation aufzustehen. Hier hast du 5 Tipps, die mir sehr geholfen haben, mich morgens zu motivieren und tatsächlich gerne aufzustehen. Also, als erstes, was mir sehr geholfen hat, dass ich direkt morgens, nachdem ich meine Notdurft verrichtet habe, mich 7 Minuten hingesetzt habe, mir einen Wecker gestellt habe und ja, mir kurz visualisiert und vor allem gefühlt habe, was ich erreichen möchte. Ich habe mir ein Ziel ausgesucht, mehr Geld zu haben, fröhlich auf der Arbeit zu sein, eine bessere Beziehung zu deiner Familie zu haben, solche Dinge. Und dann setzt du dich hin und machst die Augen zu oder auch nicht, wie du magst. Ich mache mal die Augen zu, dann kann ich besser bei mir bleiben. Und ja, dann fühlst du, wie sich das anfühlt, wenn du das schon hast. Also, wenn du das schon erreicht hast und achtest wirklich auf die Gefühle und nicht so sehr auf die Bilder auch, aber nicht zu sehr im Kopf bleiben, sondern wirklich vorstellen, wie sich das anfühlt. So. Und dadurch ist man einfach ja, viel schneller und direkt morgens in guten Gefühlen und ja, startet so den Tag mit einfach etwas, was einen anspornt und wo man gerne für aufsteht einfach. Und ja, also das ist. Also das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Das ist so hilfreich. Und ja, oft mache ich dann danach oder manchmal auch einfach direkt nach dem Aufstehen. Ist nämlich der Tipp Nummer 2, eine kurze Runde rauszugehen. Und zwar auch vielleicht auch nur 10 Minuten oder so, dass man halt ein bisschen Licht abbekommt und dann ist man sofort viel wacher. Und ja, es macht einfach ganz viel, so auch nur so ein paar Minuten morgens. Und ja, bring dich mehr zu dir, in deine Füße, dann bist du mehr präsent und fühlst dich einfach wohler so. Und ja, der dritte Tipp ist, ein bisschen auszuprobieren. Also klar, wenn du jetzt einen Job hast, wo du immer zur gleichen Zeit aufstehen musst, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht bist du aber auch selbstständig. Oder du probierst es einfach mal in der freien Zeit aus, wenn du eigentlich gar nicht immer bis 12 schlafen möchtest und weil du sonst deinen ganzen Urlaub verpasst, so ungefähr. Ja, und zwar einfach spielerisch sein, ob du den Wecker stellst oder nicht. Also ich habe festgestellt, oft, wenn ich dann mal so einen Rhythmus drin habe, dann brauche ich mir auch gar nicht mehr den Wecker stellen, weil dann, ja, wache ich einfach von alleine auf und ja, das ist eigentlich oft viel schöner. Aber manchmal brauche ich es natürlich auch und dann ist aber auch okay. Also einfach so ein bisschen spielerisch sein und ausprobieren, ja. Ja, Nummer 4. Ach, das ist auch, was ich mir immer wieder sagen muss und oder ja, was ich einfach feststelle, was so viele in sich haben und auch ja, ich immer wieder so krass, dieses Selbstverurteilen und da wirklich lernen, liebevoller mit sich zu sein. Wenn du es halt dann mal nicht geschafft hast, dann ist das so. Ja, dann bist du auch kein schlechterer Mensch oder hast jetzt völlig versagt oder ja, einfach annehmen, wie es jetzt gerade ist und es ist okay, wenn das jetzt nicht geklappt hat und auch wenn es mal eine Zeit lang nicht klappt. Also ja, immer wieder liebevoller mit sich sein, in Gedanken. Kannst dich fragen, was kann ich jetzt denken, was mir Liebe gibt? Oder einfach, was würde eine gute Freundin jetzt dazu sagen? Ich meine, zu der würdest du ja auch nicht sagen, Mensch, hast du schon wieder so lange geschlafen oder hast es wieder nicht geschafft, obwohl du doch eigentlich hättest das schaffen können. Ja. Und Nummer 5, ganz simpel, aber vielleicht das Schwerste.
einen Beruf finden, der dich motiviert. Das ist natürlich Tipp, also ein Riesentipp, sag ich jetzt mal, oder ein Thema, was natürlich auch gerade jetzt sehr aktuell ist. Möchte ich überhaupt noch diesen Beruf machen? Und stehe ich dafür überhaupt gerne auf? Und also seit ich selbstständig bin, hat sich das auch so verändert. Und klar, es ist auch herausfordernd, sich seine eigene Zeit zu strukturieren. Aber es macht einfach Freude, für was man aufsteht und für was man dann lebt einfach. Und ja, wenn sich das dann so von selbst ein bisschen einpendelt, der Rhythmus. Und ja, wenn du herausfinden möchtest, was dir vielleicht viel besser liegt beruflich, dann ja, melde dich doch und wir schauen. Ich bin ja Astrologin und stelle mal wieder fest, wie krass, super toll diese Methode ist, herauszufinden, was man wirklich kann und wirklich gerne möchte, was einen wirklich motivieren kann. Und ja, schreib auch gerne deine Tipps in die Kommentare zur morgendlichen Motivation. Und ja, danke fürs Zusehen und ich freue mich auf den Austausch. Tschüss!